Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Breed Out the Weird Challenge oder Ugly, je nachdem, wie ihr sie halt nennen wollt. Ich nenne es Weird, weil es natürlich ein bisschen netter ist. Es geht darum, dass wir hier insgesamt 8 Generationen, also so viele Sims, wie halt reinpassen, immer halt dann machen mit diesem Genetik-Dings da, dass dann halt ein schönes Elternteil und halt das Elternteil, was halt rauskam, beziehungsweise in dem Fall jetzt bei der ersten Generation das hier, dass das dann halt irgendwann am Ende schön aussehen wird. Ja. Und ich würde sagen, ich suche mir erstmal einen Sim von mir raus. Also ich werde immer mal gucken, ob ich genug Sims habe, die halt gut aussehen, damit ich die halt gut so weitermachen kann. Just. Ich würde sagen, wir nehmen die gute Sandy Sommer aus der Black and White Challenge. Das ist, glaube ich, die erste Challenge, die ich auf dem Kanal gemacht habe, seitdem ich wieder angefangen habe. Deswegen würde ich sagen, sie kann hier weitermachen als erstes, weil ich finde, sie ist einfach so, so schön. Und sie hat halt gute Gene und so. Und deswegen würde ich sagen, wir werden mit... Man muss einen Typen nehmen? Warte. Sie kann andere schwängern. Genau. Wenn ich das so mache, dann müsste da ich... Oh, das ist ein Teenager, oder? Ja. Okay. Ich habe den Fehler gefunden, Leute. So, und das ist das Kind. Gut, ich drücke aber noch einmal auf zufällig, weil... Ne. So, okay. Also so als Kind geht's eigentlich. Ich habe natürlich, ne, also wenn man jetzt so als junger Erwachsener macht, sieht man schon wieder richtig kacke aus. Alter, was? Was? Ist einfach schon fast alles besser geworden. Guck dir den Körper an, Alter. Also das Einzige, das Gesicht ist noch ein bisschen demoliert. Aber, what? Wow, girl, I love you. Du hast alles richtig gemacht. Oh, dann nehmen wir sie. Das ist die aus der Twitter Picks My Sim Challenge. Und, I guess, sie kann da eventuell auch was retten. Deswegen werden wir das definitiv versuchen. Mit der. So. Wir machen Mädchen wie immer. So. Ich habe jetzt nicht nochmal auf Random gedrückt, aber passt schon. Die junge Erwachsene. Oh Gott, die Stimme, Alter. Aber es geht langsam in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Also, was so Körper angeht, bin ich eigentlich schon dabei. Ich fand jetzt das davor eigentlich ein bisschen besser, aber passt. Wir gehen weiter. Ich würde gerne sie hier nehmen. Ich weiß nicht, ob ich sie als auf dem Kanal erstellt habe oder einfach so. Aber ich finde sie süß. Deswegen denke ich, passt das schon. Dann, macht eben ein Kind. Mach mal so. Zack. Und daraus kommt... Ey, dieses Gesicht, das bleibt die ganze Zeit so. Was ist denn? Wie kann das denn sein? Also, wie gesagt, der Körper ist geil. Ganze Zeit. Aber ich brauche ein hübscheres Gesicht, Leute. Nehmen wir sie aus der Realistic Sim Challenge. Ich denke, die kann da auch noch was machen. Ich habe ja eigentlich ziemlich viele schöne Sims, deswegen... So, und nehmen wir sie und... Oh Gott. Was ist das? Oh nö. Ich stresst mich doch nicht so hart, Alter. Was ist denn mit euch? Oh yes, wir können Melody Mondschein aus der 100 Baby Challenge nehmen. Das wäre natürlich auch eine Idee, ne? Weil sie hat so ein beautifules Gesicht, ne? Ich meine, wir sehen die ja schon relativ oft auf dem Kanal, deswegen guckt auf jeden Fall in die Challenge rein. Sie ist gut. aber kann sie auch mit so jemandem ein hübsches Kind machen? Das ist hier die Frage. Wir werden sehen. Aha. Also es geht alles, es ist nur dieses Gesicht, das ist so breit. Das will ich nicht. Ich möchte nicht so ein breites Gesicht haben, Mann. Ey, das wird nicht mehr. Wir haben schon 2, 4, 6. Bruder, funktioniert so nicht.
Ich will sie nehmen. Die hatte ich mal in meiner Legacy Challenge als Freundin. Deswegen keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was sie machen kann. Ja, das war das letzte. Zack. Es ist ein Mädchen übrigens. So. Bitte. Bitte. Aber wir können noch eine Generation machen und das machen wir auch noch. Weil vielleicht können wir da ja noch ein bisschen was machen. Ich meine, die ist jetzt schon ganz nice, aber... die 5-Minute-Challenge. Sie ist auch hübsch. Nimm sie. Gut. Oh, wir können nicht... Stimmt, wir können gar keine neue Generation mehr machen. Mein Fehler. Okay, dann ist das die letzte Generation. Aber... Look at her. Wow. Sie sieht schön aus. Also, sie hat... sie hat was. Sie ist irgendwie nicht so dieses typische... Also dieses typische Sims 4 Sim, weil irgendwie sehen viele einfach sehr, sehr ähnlich aus. Aber sie ist echt hübsch. An Gen darf man jetzt natürlich nichts verändern. Darum geht's ja, ne? Gut, wir werden erstmal gucken, was wir mit Hautdetails machen können. Of course kriegt sie halt erstmal Lashes. Die sind ein bisschen sehr krass, finde ich, irgendwie. Deswegen... ich möchte nicht so krasse haben, glaube ich. Oh, die sind schön. Die sind schön. Die sind schön. Die passen gut. Okay, ich lege den Skin mal drüber, weil der ist echt hübsch. Ich glaube, das ist ganz nice. So, ich gebe hier mal... Ich möchte hier andere Augenbrauen geben, ehrlich gesagt. Sind ein bisschen heftig. Ich möchte nicht so... Die sehen aber so ein bisschen weird aus. Die sind ein bisschen thick. Ich möchte gerade eigentlich keine ficken Augenbrauen haben. Die nehme ich. Jetzt wieder auf der Suche nach Haaren. Das Schrecklichste der Welt. Ich meine, ich liebe es, deine Haare anzugucken in Sims 4. Aber ich finde doch niemals irgendwas. Also schon, irgendwann finde ich was. Aber es dauert 3 Milliarden Jahre, ey. Wow, sind die Haare schön. Die sind von Simplicity oder so. Ich kann es nicht ganz genau erkennen. Meine Augen sind schlecht, sorry. Aber die habe ich mir neu runtergeladen. Oh, die sind fucking schön. Und die stehen hier richtig gut. Vielleicht machen wir ihre Augenbrauen auch noch mal ein bisschen. So, das passt dann noch ein bisschen besser. Wow, kann man so schön sein, Alter. Geil. Man kann da Ombre reinmachen. Oh mein Gott. Wie geil. Ich meine, irgendwie passt es nicht so zu ihr, aber es ist cool. I like. So, ich habe ihr jetzt diese Piercings hier oben gegeben. Die finde ich schön und ich würde, glaube ich, noch gerne einen Joker geben. Weil ich glaube, ein Joker würde ihr echt gut stehen, wenn es welche gibt, die nicht in ihren Hals reingehen. Aber eigentlich ist das alles gar nicht, was ich will. Schon besser, ehrlich gesagt. Aber ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Wir nehmen das, glaube ich, in Weiß. Ich finde das nämlich irgendwie... Mal was anderes. Also immer dieses Schwarze. Keine Ahnung, irgendwie. Also ich meine, Weiß ist jetzt auch noch relativ normal, in Anführungszeichen. Aber... Sorry. Aber... Keine Ahnung, irgendwie... Ich glaube, das ist so ihrs. Ich gebe ihr jetzt Make-up und dann sehen wir gleich. Das ist ihr Make-up. Ich fand es irgendwie cool, wenn das ein bisschen kühler ist. Aber, also keine Ahnung, irgendwie, ich finde es relativ kühl, aber... also, you know, so von den Farben her. Also, es, ich mag es irgendwie total gern. Irgendwie steht es ihr total. Ich mag sie richtig gerne. Ich bin voll stolz drauf, ey. Ich habe gute Sims gewählt, damit ein gutes Kind dabei rumkommt. Sie ist ein gutes Kind. Das tut leider nichts für ihre Figur, aber ich finde das eigentlich echt cute. Also es passt halt so gut zu ihrem Make-up, so, you know? Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das einfach belassen soll, weil, aber es tut halt nicht so viel für sie, so. Das ist halt so das Problem, weil ich würde gern... Ja! Ich suche nur mal was Besseres, weil das geht so halt nicht. Weil ich möchte
dass sie ihren Körper zeigt. Es darf, also, ja, auch halt einfach anliegendere Sachen. Es muss ja nicht darum gehen, dass sie zeitnackt rumläuft. Es geht nur darum, dass ich irgendwas in der Farbe passend dazu finde. Wenn wir da eine Jacke oder so drüber ziehen, maybe? Oder halt was Passendes als Hose oder Rock oder whatever sie halt dann tragen wird. Wir können mal gucken, ob wir da so was Geiles finden. Wow! Die passt richtig gut dazu. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet, aber irgendwie finde ich es geil, wenn sie so ein bisschen so einen sportlicheren Look hat irgendwie. Aber irgendwie passt der Joker dann nicht dazu, deswegen muss ich den mal kurz wegmachen. Upsi, nein, das habe ich ihr Piercing weggemacht. Ich möchte ihr Piercing doch noch behalten, ja. Haben wir denn... Ups, haben wir irgendwas anderes? Also wir haben jetzt halt nichts Sportlicheres, was das angeht. Das ist halt das Problem. Vielleicht finden wir ja noch was Gutes als Kopfbedeckung. Oh, die finde ich geil. Wenn die das einfach so oben drauf trägt, so. Ich finde, das sieht auch vor allem richtig cool aus. Und es sind Brillen, die mal nicht mit den Kichiko Eyelashes abkacken alle. Ich liebe alles. Das sieht richtig cool aus. Klebs, ey. Boah, das kann sie richtig gut tragen. Aber vielleicht sollte sie nochmal eine andere Farbe bei den Brillen, bei der Brille haben. Das ist halt so ein bisschen besser, so. Matched, I don't know. Oder so. Genau! Okay, nehmen wir die so. Oder man nimmt diesen coolen, also diese coole Jacke. Und zieht eine andere Hose an. Oder man nimmt halt das hier in weiß oder so. Und zieht einfach eine Jeans an oder so. Wie wär's? Mal was für eine. Der sitzt höher, aber der glitscht da durch, leider. Der glitscht da auch durch. Sad. Und nehmen wir die. Dann möchte ich aber bitte im Make-up hier in einer anderen Farbe nehmen. Man könnte ja auch so ein... Nee, das nicht... Der Braunton, maybe? Oder wenn ich einfach weiß. Weil das hier ist zu dunkel, finde ich. Das ist ja noch nicht mal weiß. Es ist so... Mir gefällt das, glaube ich, am besten gerade. Dann nehmen wir das so, weil das sieht echt sweet aus. Wir müssen unbedingt ihre Stimme ändern, Alter. Und dazu trägt sie einfach diese hotten Stiefel, Alter. Oh, Alter, ich würde die so gern tragen, ne? Ich will so welche in echt haben, Alter. Die sind so schön. Ich heule. Mann, ist die hübsch. Ey, ich habe echt einen Glücksgriff gehabt diesmal. Krass. Bin stolz auf mich. Wir müssen ihr noch einen Namen geben und erstmal eine andere Stimme geben. Josef Gumau. Ja, ist schon besser, was das angeht. Gut, dann gebe ich ihr nochmal kurz einen Namen. Ich nenne sie Claire. Das finde ich nämlich ein schöner Name. Also ich würde weltbekannte Berühmtheit, glaube ich, sogar nehmen, weil ich kann mir so vorstellen, dass sie so Bloggerin ist oder so. Keine Ahnung. Irgendwie passt das voll gut so zu, rein so vom optischen, you know? Ich denke, sie lebt vegetarisch. Sie ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Sie ist ein absoluter Insider. Oh yes. Das ist die liebe Claire. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was sie ist. Sie gefällt mir richtig gut. Ich mag ihr Outfit vor allem richtig gern, weil ich habe noch nie so das kombiniert. Obwohl ich das einfach richtig geil finde irgendwie. Und keine Ahnung, sie hat vielleicht nicht so die perfekten Maße, wie man sich das jetzt wünschen würde bei dieser Challenge. Aber ich finde, sie ist einfach besonders geworden und einfach absolut schön. Und das ist einfach das, was ich halt so toll finde an diesen Challenges, dass dann halt einfach wirklich was komplett anderes bei rumkommen kann. Und das finde ich einfach geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir, wie ihr Claire findet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!